Recht herzlich willkommen in Folge Nummer 8 von Astroneers. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind hier bei der Forschungsstation, weil wir hier diese Forschung machen. Hier neben ist noch so ein Forschungsteil, wo der, nicht der Dralo, der Mordrak hatte mir das gesagt, dass ich das Teil auch hier mit F direkt forschen kann. So, zack, 19 Bytes gewonnen. Alles passt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir am Intro an dieser Stelle weiter. Bis gleich. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier machen können. Wir hatten jetzt, wie gesagt, diese Forschungsgeschichte gemacht. Der forscht da und wir brauchen auf jeden Fall Gemisch. Das war noch, was wir machen mussten. Und wir haben letztes Mal hier noch diese ganzen Kabel hier verlegt. Und wir wollten noch, da war noch irgendwo so ein Forschungsteil. Das wollte ich mal gerade holen. Das ist hier drin gewesen. Das hatte ich letztes Mal noch gesehen. Und das holen wir jetzt mal hier rein und packen das in unseren Rucksack. Habe ich es jetzt mitgenommen? Ja, ne? Gut, okay. Und hier ist lauter Graphit. Und hier können wir noch was von diesen Forschungsdingern mitnehmen. Und das packen wir doch auch mal in unseren Rucksack. Das sieht so ein bisschen anders aus. Da ist noch eins. Das nehmen wir auch noch mit. Wunderbar. Und hier ist ein tiefes Loch, da gucken wir noch mal rein. Okay, da geht es ganz schön runter. Hier sind wir schon mal lang gegangen. Ah, da sind wir dann weiter nach da gegangen. Was hat es denn hier so auf sich mit unserem tiefen Schlot hier? Okay, da geht es ganz schön tief runter. Krass. Okay, wir kriegen wieder Sauerstoff, da müssen wir auch mal dran denken. Okay, eine Etage tiefer das Ganze da, ne? Gut, wir brauchen aber Gemisch, das ist unser größtes Problem. Ist da noch mehr von dem Zeug drin? Wie kriege ich denn das mit? Ja, weiß nicht, muss ich das ausgraben mit dem Teil hier. Kompatibel mit der Forschungskammer, aber ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Ah, jetzt ist es, glaube ich, los, oder? Ja. Gut, dann mit F kann man es so vor sich hertragen und dann bringen wir es doch mal in die Richtung der Forschungskammer. In der Hoffnung, dass die jetzt wieder frei ist, dass wir da was draufpacken können, ne? Gut. Na dann mal viel Spaß mit dem Forschen. Okay, dann schauen wir mal in dieses Loch hier noch rein. Oh, da unten sind ganz viele schöne Dinge. Und das da, könnte das vielleicht unser Gemisch sein? Dann würde ich da jetzt erstmal versuchen, runterzukommen. Okay, wir müssen immer dran denken, dass wir hier was bauen, ne? So, jetzt müssen wir glätten. Geht so. Jetzt muss ich so runterglätten, ne? Okay, das hat ja schon mal gar nicht mal so schlecht geklappt, glaube ich. Okay, wir müssen hier so ein Teil setzen, sonst haben wir gleich keinen Sauerstoff mehr. Und ich glaube, wir müssen mal ein bisschen breiter das Ganze machen, damit wir nicht so schnell runterfallen, ne? Weil wenn wir jetzt hier runterfallen, dann haben wir ein ganz arges Problem, ne? Hier ist wieder nichts. Und dann müssen wir gleich gucken, dass wir das noch bauen. Weitere Sauerstoffbehältnisse. So, jetzt haben wir wieder nichts mehr.
Okay, das ist alle. Jetzt müssen wir gucken, haben wir hier noch? Da ist noch so ein Zeug dran. Da müssen wir gerade gucken. Da sind die Verbindungen. Dann bauen wir die doch nochmal schnell, dass wir hier runterkommen. Schauen wir zu, dass wir das kriegen. Haben wir. Gut. Hier war ja ein T zu setzen, genau. Boah, Glück gehabt, ey. Ich habe vergessen, das Ding umzustellen. Beinahe wären wir runtergestürzt, ey. Das wäre dann aber eine Aktion geworden, ne? Da hätte ich mir wahrscheinlich die Dingens, sag schon, das Genick gebrochen mit abbauen und so. So, jetzt kommen wir hier hin. Ja, genau. So, den Weg haben wir geschafft nach hier. Aber da geht es immer eine ganze Ecke tiefer, ne? Okay. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Das müssen wir hier mal erstmal zumachen. Oh, jetzt haben wir kein Zeug mehr. Oh, konnte man da hochgehen? Das würde mich jetzt interessieren. Kann man da hoch? Schafft man da hoch? Okay, man schafft hier wohl hoch. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass man hier den Weg hoch schafft. Da ist unsere Basis, hier ist Sauerstoff, gut. Okay, gut. Ja, dann gehen wir wieder runter, oder? Slider da. Ja. Beinahe wäre es passiert. Hier gibt es wieder Sauerstoff. Wie komme ich denn da jetzt runtergebaut? Hier wieder so eine Rampe hinbauen, ne? Aber ich habe kein Material. Das heißt, ich muss irgendwo was abbauen. Da vorne guckt, glaube ich, was raus, oder? Okay, den muss ich mal gerade ein bisschen weiter nach hier hinsetzen, damit er sich noch verbindet. So, jetzt haben wir wieder Sauerstoff. Und da guckt irgendwo, oder täuscht das? Ne, das täuscht nur. Das ist nichts Besonderes, was da rausguckt. Ich dachte, das wäre was Spezielles. Hier ist es aber nicht. Ja, okay. Dann wieder zurück. Wieder Sauerstoff fassen. Das ist wahrscheinlich nur Biomasse. Gibt es hier irgendwas zum Abbauen? Ich glaube nicht. Okay, wir haben erstmal wieder Material. Ich würde jetzt mal gerade sagen, wir machen mal hier ein bisschen nicht so. Wir müssen das V drücken. Und dann können wir das hier wieder glätten. Und diese Löcher vor allem stopfen, dass ich da nie runterfalle. Ah, hier ist erstmal zu. Hier natürlich nicht. So, und jetzt versuchen wir hier mal unser Glück mit so einer Schräge, die dann nach da nach unten geht. Gestaltet sich gerade schwierig, wie wir sehen. Okay. Rutsche ich da jetzt runter? Ist die Frage, ne? Ist noch nicht zu steil. Okay, wir haben kein Material mehr. Dann müssen wir hier gerade ein bisschen abbauen. Und dann wieder glätten. Das ist wahrscheinlich zu weit weg.
Komme ich schon runter? Ich glaube noch nicht, ne? Auf jeden Fall ist wieder Material alle. Sehr interessant. Oh, wir müssen ganz schnell nach oben, weil wir gleich keinen Sauerstoff wieder haben. Das darf ich nicht vergessen hier, ey. Tee und passt. Das müssen wir noch lernen mit dem Sauerstoff, ne? So, die Rampe haben wir jetzt hier. Glätten einstellen und nochmal runter machen. Ich glaube, jetzt sind wir unten, oder? Ja, aber hier muss wieder das T gesetzt werden. Und da vorne gibt es das, was wir brauchen. Sehr gut. Ich weiß nur nicht, was diese roten Dinger, ich schätze mal, die sind gefährlich, ne? Deswegen machen wir da mal besser nichts dran, ne? Also hier gibt es erstmal ordentlich von dem Zeug. Das bauen wir erstmal ab, oder? Gemisch ist immer gut. Wo ich immer Angst habe, dass die Höhle jetzt einstürzt, ne? Okay, wir haben zu viel. Das bedeutet, wir gehen zurück. Ja, hier sind noch so Klamotten, die müssen wir beim nächsten Mal angucken. Ich gehe aber erstmal wieder hoch, damit wir unsere Klamotten erstmal abliefern. Hier rechts konnten wir ja hoch, ne? Da war das, hatten wir ausprobiert. Oder? Ne, hier war das nicht. Wo sind wir denn eben hochgegangen? Naja, egal, wir gehen jetzt die richtige Rampe hoch, die wir uns hier gebaut haben. Fast waagerecht, ne? Sieht richtig gut aus. Ist das da eigentlich auch gemischt gewesen? Nee, das war was anderes. Okay, dann sind wir erst wieder oben bei unserer Basis, direkt am Rande. Das passt ja schon mal gut. Und dann, da wird noch geforscht an diesem Ding. Das ist auch sehr schön. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Ne? Hier in diesem Ding müssten wir das mit den Forschungspunkten doch irgendwo haben, oder? Rate 96, 2007. Der holt da richtig was raus. Und ich weiß nicht. Sauerstofffilter. Haben wir schon, ne? Ist das Sauerstofftank? Kostet 2000 Forschungspunkte. Ah, okay. Gut. Da müssen wir überlegen, welche hier kostet 10.000. Das haben wir noch gar nicht. Sauerstoffmacher. Aber da gibt es so viele Sachen. Ein kleiner Kanister haben wir schon, glaube ich. Leuchtfeuer haben wir schon. Was ist das hier? Das Leuchtstäbe brauchen wir noch. Flutlicht gibt es da noch. Das ist schon wieder beendet. Energiezellen. Stromspeiergegenstand benötigt Graphit 1 und kostet 800 beim Erforschen. Kleines Solarmodul, Stromgenerator, Gegenstand. Ja, sehr schön. Kleines Windturbine, okay. Da habe ich jetzt noch keinen gesehen. Ah, die Forschung ist, glaube ich, abgeschlossen. Jetzt haben wir 2900 noch was. Boost-Modus. Ah, den haben wir ja schon. Hier breite Anpassung, Geländerwerk zur Erweiterung. Okay, das wäre vielleicht sinnig. Schmale Anpassung, keine Ahnung, was das ist. Hämmer, Geländewerk zur Erweiterung, alles Geländewerk zur Erweiterung. Okay. Bohreranpassung, Stufe 1. Bohreranpassung, Stufe 2. Okay, die bauen wahrscheinlich aufeinander auf. Dynamit. Feuerwerk. Okay. Kleine Kamera. Kleine Trompetenhupe. Sehr interessant. Holographische Figur. Geländeanalysator. Das hört sich nach dem an, dass aber ich habe keinen Zink. Sonnenscanner. Okay. Ja, da gibt es einige tolle Sachen, die wir noch gar nicht gehen. Ne? Boostmodus, kleiner Generator.
Hatten wir das schon? Energiezellen? Ja, da war ich schon eben bei. Leuchtstäbe hatte ich eben schon gesehen. Was ist das? Sauerstofftank, den hatten wir eben auch. Da ist dann der Treibhausgasmacher. Und was haben wir hier noch? Verpacker, den habe ich eben gefunden. Ne, habe ich nicht gefunden, oder? Ne, das war was anderes. Einebnungsblock. Okay, da wissen wir das schon mal, dass es hier noch so ein paar Sachen sind, die wir vielleicht erforschen sollten, wenn wir sie dann brauchen. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier noch einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.